Bei den aktuellen Temperaturen sehnen sich viele nach einer Abkühlung. Da kommt so ein erfrischender Badesee gerade recht. So blicken wir in unserer heutigen Sommerthemenwoche auf den Baggersee in Kirchintellensfurt. Er ist längst kein Geheimtipp mehr. Der Kirchintellensfurter Baggersee im Landkreis Tübingen besticht vor allem durch seine landschaftliche Lage. Der rund 1200 Meter lange und 200 Meter breite See mit seinem steil abfallenden Abbruchufern liegt idyllisch eingebettet zwischen Neckar und den waldigen Hügeln des Schönbuch. Der See ist zwischen 1929 und 1984 durch Kiesabbau entstanden und hat sich seither einen festen Platz bei den Erholungssuchenden der Kreise Tübingen und Reutlingen erobert. Mittlerweile ist sein Ruf als kostenloses Badegebiet in allerschönster Lage, aber auch bis vor die Tore der Landeshauptstadt gedrungen. Der reguläre Badestrand befindet sich auf der Nordseite, in der Nähe eines kostenpflichtigen Parkplatzes. Süd- und Westufer und weitere Teile des Nordufers sind Naturschutzgebiet. Pro Jahr gibt es hier über 100.000 Menschen, die sich zwischen Mai und Mitte September in der regulären Badezeit auf den Liegewiesen und im Wasser tummeln. Ich fühle mich wie zu Hause. Wie unten in Süditalien am Strand liegen, Sonne scheint, Himmelblau, was noch. Die Leute sind alle gut drauf. Schöner kann man sich gar nicht vorstellen. Ist wie Urlaub. Seebesucher schätzen hier vor allem die entspannte Atmosphäre. Es gibt hier auffällig viele junge Menschen. Super! Ja, doch, ganz locker eigentlich. Was ist denn das Besondere hier am See? Dass es sauber ist, dass Tiere da sind, viele Menschen, einfach schön. Das Besondere ist halt, dass es mal kein Freibad ist und halt chlorfreies Wasser. Das ist halt cool. Und man kann halt chillen, wie immer Jugendliche hier eigentlich, wie so im Freibad. Man ist halt ein bisschen entspannter. Man kann auch grillen, wenn man halt Bock hat. Grillende Menschen sind hier an den erlaubten Grillstellen häufig anzutreffen. Der Hintergrund? Am Baggersee in Kirchintellensfurt ist überwiegend Selbstversorgung angesagt. Feste Kioske oder Gaststätten fehlen. Aber auch Mitgebrachtes kann ja bekanntlicherweise gut schmecken. Für Abkühlung außerhalb des Wassers ist aber trotzdem oft gesorgt. An gut besuchten Tagen macht ein kleiner Eiswagen mit gefrorenem und gekühltem die Runde über die Liegewiesen. Während sich die einen am liebsten in aller Ruhe ins Lesen vertiefen, kommen hier aber auch Sportliche ganz auf ihre Kosten. Aufgrund seiner Ausmaße ist der See auch ein Mekka für Bootfahrer und Surfer geworden. Ein Segelclub veranstaltet hier sogar regelmäßig Regatten. Der Eintritt ins Badevergnügen am Kirchintellensfurter Baggersee ist kostenlos. Pkw-Fahrer müssen aber Parkgebühren entrichten. Anfahrt am besten aus beiden Richtungen über die B27 Ausfahrt Kirchintellensfurt. Die Wasserqualität des Sees ist in der Regel nachgewiesenermaßen ausgezeichnet. Sie wird während der Badesaison regelmäßig vom Gesundheitsamt des Landkreises Tübingen nach der geltenden Badegewässerverordnung überprüft und am See ausgehängt. Mehr Informationen und einen Link zur Wasserqualität gibt es auf der Internetseite der Gemeinde unter www.kirchentellensfurt.de.